So, erstmal die beiden Sianswachen wieder weg. Au. Das sind schon ein paar viele auf den Sack. So. Noch eine grüne Blüte, dann heilen wir uns mal. Und holen uns Egedin wieder. Ja. Sagen wir es mal so, es gehen nicht viele Seelen kaputt. Nur 3660. Jedes Mal, wenn wir sterben. Der Angriff ist am gefährlichsten, weil der den meisten Schaden macht. Seinen Keulenschwung, den können wir leicht abblocken. So, jetzt kommt genau der Angriff wieder. Ich trinke vorsichtshalber mal was. Und nehme mal zweihändig. So. Jetzt macht er erstmal den da wieder. Während er den macht, kann ich ihn besser angreifen. Er macht zum Glück keinen AE. Er schlägt halt gewaltig gut zu. Wie man gerade sehen konnte. Ja, er schlägt viel besser zu als vorher. So, mal gucken, ob wir ihn tot kriegen. Ich sehe nämlich gerade seinen Lebensbalken nicht mehr. Genau. Ich denke mal, wenn wir vorsichtig vorgehen. Ja, ist er tot. Sehr gut. Das war Velstad. Der Wächter des Königs. Oder der Aegis des Königs. Also die letzte Bastion vor Vendrick. Und wie man sehen kann, er droppt eine dunkle Seele. Die Seele von Velstad, dem Verteidiger des Königs in der Gruft der Untoten. Velstad war immer an der Seite des Königs, ganz so, als wäre er der Schatten seines Herrn. Nachdem sich der König in die Gruft der Untoten zurückgezogen hatte, folgte Velstad ihm und kehrte niemals zurück. Und ja, nutzt die besondere Seele dieses Ritters, um zahlreiche Seelen zu erwerben. Ja, das war Velstad. Und da hinten sieht man schon etwas rumlaufen. Bereit. Vorsicht vor Umkreisen. Ja. Das ist König Vendrick. Er ist etwas groß, aber die Größe hat ihm nicht geholfen, den Fluch zu besiegen. Er ist ein Untoter und wahrscheinlich auch eine Hülle wie jeder andere. Also eigentlich ist er eine Hülle. Nur ist er kein, wie man sehen kann, keine seelengierige Hülle, sondern er ist einfach nur noch verloren. In der Dunkelheit dieser Gruft. So. Nachricht lesen. Kopf voraus Hals. Gegenstand aufnehmen ist wichtig. Der Königsring nämlich. Und hier passiert leider nichts an Vendricks Ausrüstung.
Also hier liegt sein Schild herum, hier liegen seine Rüstungsteile herum. Er hat bis auf sein Schwert alles abgelegt. Und jetzt werden wir von der Smaragdbotin empfangen, die es einfach schafft, sich irgendwie hier rein zu teleportieren. Und uns was Neues zu sagen hat. This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate and venture to the far east. Bearer of the curse. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. Ja, also sie hat gesagt, wir sollen nach Osten gehen und dort etwas suchen. Das ist gut. Sie hat aber auch gemeint, wenn wir der nächste Herrscher sein werden, dann werden wir irgendwann auch dort wandeln, ohne den Grund zu kennen. Ich weiß nicht genau, ob sie jetzt meinte, dass wir nach Osten wandern werden, ohne den Grund zu kennen, oder dass uns dasselbe Schicksal blüht wie Wendrick hier. Dass wir eines Tages hier als Hülle wandern werden, weil der Fluch uns überwältigt hat. Ist jetzt auch erst einmal nicht so wichtig. Wir haben Weltstadt besiegt. Und damit fürs Erste die Gruft der Untoten abgeschlossen. Wendrick wird später nochmal wichtig. Sehr wichtig fürs Ende. Also fürs Ende von Scholar of the First Sin. Fürs Ende des Original Dark Souls 2 war er nicht ganz so wichtig. So, wir können nochmal mit Egadin reden. Da müssen wir ja nur hier rein. Okay, können wir nicht. Weil er... Ich hoffe mal, er ist jetzt nicht gestorben in dem Kampf. Das wäre ärgerlich. Werden wir ja gleich sehen, wenn wir uns zurückporten. Wenn wir hier kurz rasten, werden wir das sehen, wollte ich sagen. Die ganzen Seanswachen, was heißt die ganzen? Es sind ja nur noch zwei da hinten. Vorher gab es viel mehr, also im Original Dark Souls 2. Da stand hier die ganze Brücke voll mit diesen Wachen. Dafür gab es halt die roten Finstergeister nicht. Human, do not produce light. Ja. Was hast du uns zu sagen? Was benötigt ihr? Wir können, glaube ich, nichts Neues von ihm kaufen. Nein. Brauchen auch nichts von ihm. Ich tue sowieso, was ich will. So. Das heißt, ich gehe jetzt zurück zum Leuchtfeuer und porte mich hier raus. Aber nicht direkt so nach Majula zurück. Ich will immer zum Feuerbandschrein sagen. Das ist aber Dark Souls 1. Vorher packe ich die Seele weg. Und ja, Weltstadt's Seele ist die erste finstere Seele, die wir gekriegt haben. Wie man sehen kann, die ganzen anderen Seelen sind alle hell. Nur Weltstadt's Seele ist anders. Und natürlich die Seelen der... großen Bosse, vor denen uns übrigens noch eine fehlt, weil wo ist sie denn? Genau, Seele vom Freier der Liebsten ist keine große Seele, weil sie eben eine normale Bossseele war. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wie sehen eigentlich meine Rüstungsteile aus?
Das kann ich nachher gucken. Ich will jetzt zurück und reisen. Nämlich nach Schloss Dwangleic. Ans Königstor. Das ist ja schon mal sehr offensichtlich, dass da ein Königstor ist. So, dann kann ich mal kurz nach meiner Ausrüstung gucken. Ist alles plus 6? Wie viele Brocken haben wir? 3 und 5 Schollen. Ja, gut. So, erstmal ihn hier ausschalten. Das geht ja leicht mit dem Backstep. So, wenn wir uns jetzt hier hinstellen, kommt, bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Wir haben das Symbol des Königs, wir müssen es nur noch anlegen. Der Königsring. Eine machtvolle Seele ist wie ein Fluch. Und Träger starker Seelen tragen gewiss einen noch stärkeren Fluch in sich. König Wendrick suchte nach größeren Seelen und machte sich die Stärke der Riesen zu eigen. Letztendlich strebte er nach jener Flamme, mit der alles begann. Tragt diesen Ring, um das Königstor zu öffnen. Das ist der wichtigste Storyfetzen überhaupt, endlich mal. Denn König begehrte König Wendrick die erste Flamme. Und deswegen zeige ich euch gerade mal hier dieses Königstor, weil wir haben ja insgesamt 3 Stück gefunden. Dieses hier ist allerdings das Wichtigste. Denn wir betreten jetzt den Thron des Verlangens. Das hier ist das letzte Gebiet. Und wenn man sich das ganze Gebiet mal ein bisschen anschaut, ich mach's mal von hier oben, weil ich nicht zur Nebelwand runtergehen will, noch nicht. Denn das Ganze würde ich gerne mal in einem Abwasch machen. Wir haben nämlich eh noch viel vor uns, bevor wir das Ende überhaupt erreichen können. Kommt einem vielleicht... Hat man vielleicht vom Gefühl her, dass dieses Gebiet einem etwas bekannt vorkommt. Auf jeden Fall, dort unten ist der Thron des Verlangens. Den wir später betreten werden. Und wie ich gerade sagte, König Wendrick begehrte die erste Flamme. Deswegen baute er den Thron des Verlangens auf. So. Nächste Station wäre dann die Königstür im Wald der gefallenen Riesen. Oder das Königstor. Das ist zum Glück von allen Königstoren am leichtesten zu erreichen. Dafür müssen wir nur dich ausschalten. Ja, schon ein bisschen Ironie, dass es uns nochmal hierher zurück verschlägt. So. Stille. Mhm. Das nächste Königstor. Dahinter ist jetzt einmal ein Leuchtfeuer. Der unbekannte Ort. Können wir kurz hier rausgehen. Und sehen hier mal wieder einen Riesenbaum. An dem mal wieder leider nichts passiert. Aber wir sehen hier, dass nicht nur, dass hier auch diese grünen Funken rumfliegen, wie bei Wendrigs Rüstung.